Ja, es gibt nur gute Neuigkeiten. Die Geiselage in Hamburg ist beendet. Der Mann hat das Fahrzeug verlassen, und zwar gemeinsam mit seiner Tochter. Das war verhandelt worden in den Gesprächen mit der Verhandlungsgruppe, und dem ist er auch gefolgt. Und ja, als er außerhalb des Fahrzeuges war, konnte das Kind in Obhut genommen werden und der Mann vorläufig festgenommen werden. Ja, die Mutter ist hier vor Ort. Sie ist in Betreuung der Polizei und des Kriseninterventionsteams und wird jetzt mit dem Kind zusammengebracht. Das wird jetzt sicherlich aktuell schon laufen.